So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und mit den vielleicht letzten Aufträgen im Story-Modus, denn es sind nur noch 10. Mal gucken, ob das dann reicht, um das ganze Geldzeug fertig zu kriegen. Ich bin echt gespannt. Counter meinte ja, es reicht am Ende nicht und ich verstehe jetzt auch, was er meinte. Mal gucken. Jetzt machen wir doch noch weiter. Ich habe es ja gesagt, ne, ich will die jetzt noch fertig kriegen. Mal gucken. Bei 10 Leveln und wenn wir mal davon ausgehen, dass ich wieder eine Stunde Part mache wegen Story-Modus, dann würde das bedeuten, ich habe pro Level 6 Minuten, um das einzuhalten. Sollten wir doch hinkriegen, oder? Ich meine, bisher haben wir kaum 6 Minuten für ein Level gebraucht, oder? Das sollte zu machen sein. Gott, was ist hier denn los? Wohin? Ah ja, ich muss so rum, okay. Ich hoffe, ich kann den Pfeilen vertrauen. Sieht aber gut aus. Oh Himmel, jetzt muss ich umstellen. Okay, ich gehe mal hier raus und dann darüber. Die Münze da interessiert mich gerade leider gar nicht. Die ist mir ja viel zu riskant. Wo soll die denn gehen? Ach so. Oh Gott. Okay, das ist schon wieder eine Stage, die ich am liebsten einfach wirklich hinter mir lassen würde und nicht öfter spielen möchte. Können wir das also bitte hinkriegen? Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich drücke. Das sieht gut aus. Das sieht nach dem Ziel aus. Yes! Gott sei Dank. Okay, tschüss Stage. Wiedersehen. Uff. Nee, nicht wiedersehen. Auf nimmer wiedersehen. So rum. So. 396. Da. Bodenständige Himmelfahrt. Weit und breit keinen Gegner. Zu einfach, weit gefehlt. Okay. Na, dann fordere ich mich mal, Nintendo. Ach so, ich darf den Boden nicht verlassen. Also, ich darf den Boden verlassen, aber ich darf ihn nicht mehr... Was? Ach so. Ja gut, das ist ja... Ja, das zählt ja nicht. Die Stages sind grundsätzlich ja interessant, aber es ist halt immer auch so ein bisschen... Nee. Es kann so schnell schief gehen, ne? Das hätte jetzt zum Beispiel mehrfach eigentlich, wenn ich Pech gehabt hätte, zählen können, als du hast den Boden berührt. Zum Glück hat's das nicht. Na, weil wenn ich da ein bisschen zu knapp rüberlaufe, ist schon vorbei. Oh boy. Mal, wer da Super Mario Maker 2 spielt und neue böse Level baut. Vielleicht. Oh, das war knapp. Ich darf da nicht laufen. Ich muss das runterfallen lassen. Wenn ich da laufe, riskiere ich alles. Nicht! Oh, es ist so dumm. Ich muss an die Ecke... Genau diesen Mist meine ich. Deswegen geht er auch da gerade so voll auf Effekt. Okay. Gott! Das ist echt ein bisschen nervenaufreibend gerade. Himmel hilf. Nee. Kannst du behalten. Kannst du auch behalten. Oh nein.
Wait, aber ich darf doch abspringen? Darf ich doch? Oh, da wären Ehringe gewesen. Okay, ich hätte es nicht verhauen können. Da wären Ehringe gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die umrankte Festung. So, wie sieht das jetzt zeitlich aus? Habe ich bisher meine... Ich bin doch bisher unter 6 Minuten pro Level. Locker. Locker bin ich unter 6 Minuten pro Level. Haben wir jetzt noch nicht mal 6 Minuten und ich habe schon 2 gespielt. Also, ihr seht, meine Theorie geht auf. Sehr gut. So, das ist jetzt die Festung mit den Ranken. Ah ja. Der kam aber bald. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ach du Schande. Habe ich das nicht beim... War das denn Level von Lutziputzi oder so, wo ich gefragt hatte, ob jemand schon mal diese Idee mit den Ranken hatte? Das war Nintendo. Alles klar. Es war Nintendo. Ich weiß nicht, welches Level. Ich glaube, es war das Level von... oder nee, nicht Lutzi. Das war das Level von... Oder von den Freunden von Felix. Irgend so ein Level war es. Ich habe keine Ahnung mehr. Wurscht. Ich gerade wurscht. So. Okay. Oh Gott, ich habe die nicht gesehen, aber zum Glück war ich nicht klein. Zum Glück war ich nicht klein. Oh, ich habe die nicht gesehen. Das wäre bitter gewesen, wenn ich jetzt... Uff. Das wäre bitter geworden. Sehr gut. Prima. So. Mit der nächsten Stage sollte das dann alles passen. Ja, sehr gut. Dann sind es hoffentlich nur noch 2 oder 3 mal die 1000 zusammen, sonst wird es echt knapp mit den Stages. Ha, Straße der Flammen, featuring rotes Yoshi. Na klar. Na klar. Gib mir Geld. Oh Junge. Oh Junge. Cool. I guess. Aber wieso, wofür brauche ich den Wett? Ah, weil der auch nochmal schießt. Das ist ja der Overkill sozusagen, ja? Das ist ja der absolute Overkill. Ich bin die Straße der Flammen. Ah! It's me, Street of Flames. Ja gut, ich, okay, die anderen sind auch die Straße der Flammen. Das ist halt... Okay, das ist ein bisschen dumm, dass man, wenn man einmal getroffen wird, ist alles vorbei. Aber gut, es ist nicht sehr weit. Kriegen wir hin. Oh yeah. Nein, lösch dich, dummes... Mir fallen nicht viele Wörter für den Kollegen ein. Ich möchte das nicht. Nicht gut. Okay. Können wir bitte die Münze mitnehmen, die Blume mitnehmen? Das wäre super. Können wir nicht? Danke. Wow, wie es immer noch schießt, ne? Sick. Das war auch nicht so gut. Aber die Leben steigen. Sehr gut.
krass. Ich muss schon dauerhaft schießen, sonst wird das hier nichts, ne? Sonst fällt das nicht rechtzeitig runter, der ganze Schmarrn. An was bin ich eigentlich vorhin gestorben? An diesem Feuer oder was da gekommen ist, ne? An irgendeinem Quatsch. Und dann ist hier schon das Ende. Das war ja echt totaler Blödsinn. Okay, tschüss. Dankeschön. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Die nächsten 1000 sind da. Und es sind gerade mal 10 Minuten rum. Prima. Ich bin also gut in meinem Durchschnitt von 6 Minuten, die ich für ein Level maximal habe. Kriege ich bisher locker hin. So. Ja, habe ich. Hier, bitte. Klopp. Ich hoffe, du hast nicht viele weitere Ideen. Okay, es sind wieder 1000. Weil langsam gehen mir die Aufträge aus, meine liebe Toadette. 300. Das ist wieder eine schwierige Mission. Also, 11 Minuten haben wir jetzt. Wenn ich in 17 Minuten fertig bin, bin ich in meiner Zeit. Also bei 17. Bei Minute 17. Ah. Dann gönne ich mir doch direkt mal die Mütze hier. Da oben ist doch was. Hä? Da oben ist nichts. Okay. Da oben ist auch nichts. Okay. Da ist ein Leben. Da komme ich so nicht ran. Wait, kann ich den hochschmeißen? Ah, ja, kann ich. Ich steige hier aus. Dann nehme ich... Nee, ich kann den nicht in die Hand nehmen. Das haut hin. Das nicht so. Ah, ich bin doof. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. So. Basuf. Aha! Ich bin nämlich gar nicht so doof. So. So, aber das klappt jetzt wirklich so. So, aber das habe ich noch nicht verstanden. Das geht ja nicht da... Müsste ihn ja irgendwie da hochkriegen. Und in die Hand nehmen kann ich den ja nicht. Und anstupfen. Ach so, mit Anlauf geht das dann. Ja, okay. Upsi. Ja, wenn das mit Anlauf dann geht, ist das natürlich wieder was anderes. Soweit hätte ich auch mal denken können, ne? Da auch irgendwie? Hä? Keine Ahnung. Ah, nee, verstanden. Ich bin doof. Mann. Komm her, gib mir noch eine. Ah, es reicht nicht. Ah, es reicht nicht. Es reicht nicht. Nice.
So. Na. Okay. Da ist mein Schlüssel. Hopp. Erstmal da hochkommen wieder. Dankeschön. Und dann einmal das ganze timen. Easy. Oh Junge. Ich will erstmal den Geist hier killen. Ich hoffe, das ist drin. Gut, dann stört er mich nämlich nicht mehr. Wait, wie kann ich denn jetzt? Moment. Das nützt so nichts, ne? Kann irgendwie reinrutschen. Oder die irgendwie so ankicken? Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Muss ich den Geist irgend für was nutzen? Oh! Jetzt muss er sterben. Der Mancher muss dahin. Wenn nicht so. Nee, das ist jetzt auch nicht effizient. Ach so! Ja, guten Morgen. Okay, cool. Gut. Midway Point. Oh mein Gott. Oh, ich sehe die 50, ne? Das ist super riskant. Will ich das machen? Nein. Nein, vor allem nicht, wenn hier das Ziel kommt. Nein. Die 50 behalten wir mal. Und oh, wir sind bei 18. Ja, ich bin ein bisschen über meinem Schnitt. Aber das war echt ein langes Level. Okay. Aber ich habe ja andere unterm Schnitt gehabt. Das heißt, wir sind noch im Schnitt. Passt. Für dieses Level bin ich über dem Schnitt, aber für andere bin ich unter dem Schnitt. Alles in Ordnung. So. Springen verboten im Schnee. Oh je. Aber es war ein 2-Sterne-Ding, das wird also nicht allzu schwierig sein, hoffentlich. Puh. Let's go. Okay. Es ist mir auch völlig neu, dass Switches, dass Springboards solche Sachen drücken können. Aber hey. Warum nicht, ne? Wenn man da zu weit läuft, ist es halt vorbei. Das ist halt dumm. Ah, aber das kann er nicht ein... Ja, wie soll ich denn dann... Ah, ich verstehe. Mois. Gib mir das. Give me all this shit. So, jetzt ist er oben. Okay. Thank you.
Wow. Was ist da rausgekommen? Ach, so ein Piesage. Okay. Jupp. Okay. Ich hab... Oh mein Gott. Ach so. Ja, gut. Dann nicht. Wait. Da drüber laufen bedeutet, ich verliere nicht den Dings, ja? Okay. Da war ich mir nicht sicher, aber wenn das so ist, dann ist das so. Keine Ahnung, ob das was nützt, ihn umzustellen. Und wie? Hä? Ah, verstanden. So. Nein! Ich hab's verkackt. Egal. Ach so, das ist... Nee, das riskiere ich nicht. Nachher springe ich irgendwie ganz dumm daneben. Das riskiere ich nicht für 10 Münzen. Die 50 hätte ich gern gehabt, aber gut. Dafür war ich halt wieder zu inkompetent. Okay. Aber wir sind zeitlich wieder im Rahmen. Ich habe kürzer gebraucht als 6 Minuten. Und es sind auch nur noch, guck mal, nur noch 5 Stages. Unfassbar. Unfassbar. Angenommen, ich würde für jede dieser Stages jetzt 6 Minuten brauchen, sind wir immer noch unter einer Stunde. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe auf die Zeit geguckt. Frühling, Winter, Frühling, Winter. Ah ja. Genau das ist die Reihenfolge. So kennt man das. Ah. Wir machen erst Frühling. Ich verstehe, wie das Level funktioniert. Ja. Jetzt ist es dieser Abschnitt im Frühling. Damit ist jetzt hier offen. Das haben die voll von SMB-Hex geklaut. So eine Idee hatten die noch nie selber. Noch nie. Und jetzt ist dann hier wieder anders. Ei, ei, Nintendo. Ihr Frechis. Ihr Frechen. So, komm her. Ach so. Ja gut, das könnte ich jetzt aber trotzdem halt drücken, ne? Uah! Jetzt nicht mehr. Ah. Verstanden. Oh nein, der wirft ja, der Misttyp. Geh weg. Will das nicht. So, jetzt ist aber die Frage, dass ich doof bin. Mist. Das war blöd. Das war blöd. Ah, das ist ein langes Level, das kostet Zeit. Kusch. Böse aus. Zieh dich. Dummer Luigi. Das kostet keine Zeit, wenn ich schnell durchgehe. Alles klar. Auf die paar Münzen hier verzichte ich. So. Auf die paar Münzen kann ich echt verzichten. Die sind jetzt nicht so wild. Wichtig. So, hier einfach keinen Quatsch machen bei den Galumbas. Tschüss. Oder wie die heißen. Ich habe ganz oft gelesen, dass man die Galumbas nennt. Meinetwegen. Weiß halt auch nicht, wo die herkommen. Jetzt fährt das Ding schon weg.
kommt's wieder. What? Okay, dann muss da wohl Schnee sein. Dann muss da wohl Schnee sein. Nein. Toll. So. Tschüss. Also drücken und wieder in die Röhre. Okay. So, auf geht's. Was ist jetzt hier anders? Ach so. Okay, da komme ich wieder nicht hoch. Hey, und jetzt sind hier Ranken. Und jetzt wechseln wir schon wieder. Okay, die Zähne hätte ich mir holen können, aber... Ja. Ach komm, mach dich halt weg. Warte, das machen wir anders. Das ist mir zu blöd. So, runter mit euch. Ah, die gehen nur runter, wenn ich oben bin. Unten bin. Alter! Ach, kommt, ey. Hä? What? Irgendwas habe ich komplett falsch gemacht. Irgendwas habe ich an der Stelle komplett falsch gemacht. Aber ich weiß gerade nicht, was. Ich dachte halt, ich muss das einfach ablaufen und dann fallen die runter, aber... Warum sind da Blöcke nochmal oben drüber? Oder hätte ich eine Blume haben können irgendwo. Hier ist ja nichts, ne? Nee. Oh! Oh, doch nicht. Ganz ehrlich? So. Bin doch nicht komplett bescheuert. Und hier ist dann das Ziel, ja? Okay. Ist jetzt noch irgendwas Gefährliches? Nein. Gut. So, aber was für eine dumme Stelle mit den Pflanzen. Wie hätte man das denn? Hätte man irgendwie doch oben rumgehen können, über die Stacheln und dann vielleicht mit der Stampfattacke die runterziehen? Das kann sein, dass man die mit einer Stampfattacke oder so runterkriegt. Keine Ahnung, ist ja auch egal. So, das hat wieder länger gedauert, als es sollte. Aber hey. So. Aber ich sehe schon, wenn der jetzt nochmal 1000 hat, dann nach dem, was jetzt kommt, kriege ich echt Probleme. Dann muss ich irgendwas nochmal doppelt spielen. Krawall im Bulli-Schloss. Reicht einer? Nein, natürlich nicht. Oh, wie ich sowas liebe. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich nehme die einfach raus. Okay, ich habe das wie eine Wand vermutet, dass ich das... Okay, ich nehme die einfach direkt raus. Alles klar. Das war mir nicht klar, dass das sich so verhält, wie sich... Ah, warte, ich brauche die ja doch nicht. Ich kann ja den hier machen. Den hier. Ich meine natürlich... Wie ging das denn? Den hier.
Ja, ne, dass ich die einfach so wegnehme, das war mir neu. Oh, no. Warum bin ich denn so doof? Oh, yeah. Nein! Junge. Lösch dich ein. Ich will das nicht in die Hand nehmen. Mann. Ich will das alles nicht in die Hand nehmen. Ich will einfach nur... Wow. Kann ich eigentlich auch den ins Gesicht schmeißen? Nein, interessiert den gar nicht. So, das interessiert ihn. Boah. Nein. Ich will das nicht. Nein, jetzt mache ich... Ich konnte mich in der Luft nicht drehen, wenn ich was in der Hand habe. Mann! Nerv mich nicht. Geh weg. So, stirb. Mein Gott, ich will das alles nicht hier. Lass mich nur mit dem Quatsch. Oh, in den Dingern sind Mützen drin, ja? Mach dich weg. 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 Dankeschön. So, stopp, bevor wir da reingehen. Das, ich möchte unter... Wie mache ich das denn? What? Ah, mit den Blöcken. Ah. Mit den Blöcken, ja. Never mind. Ja, Moment, der tut mir ja nichts. Kann ich den nicht? Der kann gar nicht sterben da. Die Lücke ist zu klein. Sick. Ja, meinetwegen. Das ist jetzt nicht so gut. Das war knapp. So. Da ist was oben, was ich nicht haben möchte. Mach dich mal weg da. Nein, ich will die nicht kaputt machen. Ich will die brauchen. Ich will die nutzen. Okay. Ist da oben noch eine... Ich weiß, da wird jetzt sicherlich noch Münzen... Nee, wir gehen. Wir gehen. Da oben war noch eine schöne Münze, ich habe das gesehen, aber... Nein. Ich will jetzt einfach nur hier raus. Dankeschön. Da waren ein paar Münzen, die man hätte noch mitnehmen können, aber... Die ganz große, ich habe die schon gesehen. Aber das war mir dann doch zu riskant. So, jetzt gucken wir erstmal, ob er jetzt nochmal was zum Bauen hat. Oder ob es das jetzt war. Ja. Nimm. Das sieht nicht fertig aus. Ja. Ja. Einmal noch wahrscheinlich, ne? Da kommt noch ein Bowser oben in das Viech rein. Okay, 1000. Wie viel haben wir jetzt noch? Okay, mit genug Münzen in den Leveln selbst könnte das funktionieren. Mal schauen. Und zeittechnisch haut es auf jeden Fall hin.
Der Maulwurf-Clan auf dem Eisberg. Berg. Mach mal nicht. Wait, da oben ist bestimmt was drin. Nice. Auf Notenblöcke ist halt Verlass. Aua. Oh, nice. Das Level ist zwar komplett hässlich designt, aber hey. Immerhin gab es einen Yoshi. Und es gibt viele Münzen, das ist gut. Das ist das, was wir brauchen. Viele Das ist jetzt ganz ungünstig, ne? Nein, das kriegen wir das gerettet? Der fällt halt jetzt... Oh, no. Tja. So viel dazu. Aber war alles eigene Schuld. Kann ich auch verhindern, indem ich einfach nicht doof bin. Und es gibt, wie gesagt, gut Münzen. Insofern ist das alles in Ordnung. Damit kann man leben. So. Wait, aber wie komme ich denn dann überhaupt da hoch, ohne den... Ja, egal. Oh Gott! Ja gut, dass da nochmal ein Yoshi... Aua, rausgekommen ist. Dann halt nicht! Habe ich mir schon gedacht, dass da einer kommt. Oh mein Gott, das war knapp. Was ist da drin? Gibt irgendwo noch ein Secret anscheinend. Nein, das war dumm. Oh, ich habe Angst. Mir rennt gleich so ein Viech ins Gesicht. Aber wir schließen das Level einfach ab. Tschüss. Okay. Da war wahrscheinlich oben noch so ein Secret-Weg, den man hätte gehen können, wenn man Yoshi da hochkriegt irgendwie. Aber das war mir jetzt zu risky alles. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Und 100 Münzen mitnehmen aus der Stage ist voll okay. So. 2x300 kriegt man nämlich auf jeden Fall noch zusammen. Und damit haben wir 999. Also eine einzige Münze zusätzlich bringt uns die 1000. Das ist schon mal gut. Also einen kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Egal, was wir machen. Und einen zweiten könnten wir halt hinkriegen, wenn wir dann nochmal ein paar Levels spielen. Das ist auch noch drin. Also zwei, würde ich sagen, sind noch okay. Wenn es noch drei sind, dann wird es ein bisschen unschön. So, was ist das jetzt hier? Ist das auch wieder... Das ist auch wieder so ein Challenge-Ding, ne? Also so ein... mehrere Räume-Teil. Und aus dem Raum muss man dann irgendwie was mitnehmen. Zumindest wirkt es so. Und irgendwie nicht. Weil hier kann ich nichts mitnehmen. Hier nehme ich überhaupt nichts mit. Gehe ich einfach nur in die Röhre jetzt. Okay, cool. Achso, es ist noch nicht zu Ende. Ist noch nicht zu Ende. Jetzt kriege ich... Ja, und das nehme ich jetzt mit. Alles klar, sage ich ja. Und damit hole ich jetzt nämlich dann da drüben die Tür, wo der P-Switch drüber ist. Ne? Und dann geht es immer so Stück für Stück weiter. Beim nächsten kriege ich dann wahrscheinlich was für den Stachelpanzer. So. Komme ich da einfach hoch? Yes. Weil ich keine Geduld habe. Nice. Okay, die paar Münzen da am Rand. Nee, die Geduld habe ich jetzt auch nicht. Wir gehen gleich weiter. So. Ach so, der macht jetzt Quatsch da oben. Ich dachte, ich brauche den, aber der macht Quatsch da oben.
Ah! Ich doof, ich verstanden. Ich doof, ich verstanden. Komm her. Mach's nochmal. Wehe. Das reicht. Gut. So, aber muss ich jetzt nicht irgendwas mitnehmen aus der Stage? Ich könnte wieder ein P-Switch mitnehmen. Aber ich könnte auch da hoch. Ich könnte es auch lassen. Hä? Okay, den P-Switch nehme ich aber auf jeden Fall mit. Wow. Lululululul. Ach so, den, okay, den, der muss jetzt da kaputt machen. Au. Checkpoint. Okay, soweit alles in Ordnung. Wir haben noch einen P-Switch. Vielleht kriegen wir damit ja gleich irgendwas gebreakt. Das wäre cool. Weil Nintendo nicht davon ausgegangen ist, dass man den nochmal mitnimmt. Ah, den brauche ich. Da ist das, was ich gemeint habe, was ich mitnehmen wollte. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. So, jetzt habe ich immer noch einen P-Switch dabei. Und jetzt habe ich die jetzt... Ach, jetzt gehe ich durch die Röhre zurück, ne? Ach, jetzt kann ich ja sowieso hier runterfallen. Ah, dann passt... Ach so. Oh, wenn ich vorhin hier runtergefallen... Okay, dann wäre ich mit dem Switch-Up wieder hoch. Ja, ja, mit dem Wandsprung meine ich. Ich dachte gerade schon. Alles gut. So, und jetzt haben wir hier... Wait, wie komme ich denn die Tür dann rein? Ah. Alles klar. Jetzt muss ich erstmal verstehen, wann welches Feuer an ist und wann nicht. Ach du Schande. Okay, jetzt kann ich hier durch. Jetzt kann ich hier durch. Okay, wir haben immer noch einen P-Switch dabei. Null. Okay, die Mütze da oben hole ich mir jetzt mal nicht. Das ist mir zu viel. Okay, der interessiert mich nicht. Da muss ich nur in die Röhre kommen. Mach mal nicht. Doof, dass ich den verloren habe. Verdammt. Den Stachelpanzer bräuchte ich jetzt nochmal. Hä? Was soll ich... Hä? Hä, wie soll ich jetzt hier hochkommen? Ich kann auf die ja nicht spinjumpen. Oder konnte ich auf die spinjumpen? Nein! Hä? Und eigentlich habe ich ja keinen P-Switch dabei. Hä? Kommt man hier mit einem normalen Wandsprung hoch, oder was? Oh, ich krieg gleich ein Problem, ne? Macht euch mal hier rüber. Ich verstehe gerade nicht die eigentliche gedachte Lösung. Ah, es geht tatsächlich. Ja, da ist mein P-Switch jetzt wohl weg. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Oh, wir sind am Ziel. Alles klar. Okay, da haben wir einige Sachen ausgelassen, aber das macht gar nichts. Wir sind am Ziel. Puh. Uff. Da gab es viele verschiedene noch zusätzliche Wege, wahrscheinlich mit vielen versteckten Münzen. Aber wie gesagt, das passt. So, letzte Stage. Neuer Weltrekord in Fire or Ice.
Da wird sich Trevi freuen. So. Der unbesiegbare Windsprinter. Ein Manchawan. Natürlich. Toll. Großartiges Level. Hat auf jeden Fall seine 4 Sterne verdient. What? Okay, so, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt alles haben. Oder ob wir nochmal spielen müssen und dann ein Level raussuchen sollten, wo wir viele Münzen bekommen kann. Vielleicht. So, was kommt jetzt noch? Da kommt noch ein Bowser rein. Das ist kein Bowser. Haben wir jetzt alles? Bitte ja? Nein! Was will sie denn doch alles dahin bauen? Man sieht es halt nicht mal mehr von... Moment, man konnte irgendwie, konnte man... Wie ging das denn? Ah, so. Ach, das wird ein Mario! Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, das wird ein Level. Wait, was ist mit dir? Ich will gar keins. Ich dachte, du hast was für mich, weil du so dumm deine Blase da machst. Du hast doch auch nichts für mich. Hundert Münzen. Ja, komm. Hundert Münzen. Ja. Dann sag doch, dass du nichts mehr zu sagen hast. Jetzt quatsche ich keinen mehr an. Was ein Quatsch. Okay, welche Stage ist denn eine Stage, in der man viele Münzen bekommt? Münzkeller vielleicht? Nee, 30 gibt's da. Und den Lohn kriege ich ja nicht nochmal. Wo gibt's denn schnell viele Münzen? Gab es denn viele Münzen, verdammt. Puh. 50. Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Es gibt doch sicherlich im Internet schon Tipps, wie man hier am schnellsten Münzen farmen kann, oder? Pass mal auf, hier Münzen farmen. Super Mario Maker 2. Doch bestimmt einen Tipp, in welchem Level das am schnellsten geht. Best Gold Farming Courses in Story Mode. Genau, das wollte ich haben. So. Okay, wie komme ich jetzt... Wie kriege ich das jetzt am schnellsten an, ohne dass ich hier mir gleich einen Strike einhandle? Warte.
So, und wieder aus das Video. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt nichts gehört. So. Ich mache hier den Ton aus. Sekunde, es geht gleich weiter bei uns. Was ist das für ein komisches Video? Das jetzt zeigt er alle möglichen Video-Level, aber ich oh, quatsch halt nicht rum. Sag mir einfach, welches Level ich annehmen soll. Ja gut, das letzte nimmt er gerade, aber da kommt er ja nicht auf über 50. Das ist ja nichts. Ja, da kommt er gerade mal auf 50. Das ist ja nichts. Alles, aber es geht halt schnell. Ha, ja, es ist wahr. Ja, es ist wahr. Es geht halt schnell. Ah. Aber es ist halt langweilig zum Zugucken. Es ist halt langweilig zum Zugucken, ne? Wie oft muss ich das jetzt spielen, wenn ich bis 1000 kommen will? 20 Mal. Das nur, wenn ich alle Münzen immer mitnehme. Und jetzt habe ich die ersten 10 schon verpasst. Cool. Cool. Bin nicht überzeugt. Aber gibt es Stages, in denen ich... Es gibt zwar Stages, in denen ich mehr bekomme, aber bekomme ich schneller mehr? Das ist die Frage. Ne? Ah, ist das jetzt doof. Nein, ich habe schon wieder verpasst. Aber wenn ich alle nehme, kriege ich sogar mehr. Wie Dings zusammen? Ich habe ja jetzt 44. Wenn ich die 10 noch bekomme, hätte ich jetzt 54. Also ein bisschen mehr wie 50 sind es immer. Ja. Da gibt man dann 100 bei diesem dummen Hund aus. Für den absolut beschissenen Witz. Uff. Oh, wo könnte ich denn noch ganz schnell Münzen zusammenbekommen? Na, ich krieg den. Ich bin zu doof für den Sprung. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ob ich den irgendwann mal hinkriege? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ha. Hm, 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 hm. Uff. Weil wenn ich nicht mal die 50 hinkriege, brauche ich ja noch mehr wie die 20. Ah, Mann. Also machen wir mal einen kleinen Sprung an der Stelle. Das wird ja wohl drin sein. Wann ist das eigentlich hier, ne? Nein! Okay. Also ich weiß, wo es ist. Ich muss aber echt einen kleinen Sprung hinkriegen. Das ist gar nicht so simpel. Ist gar nicht so simpel, aber das war jetzt 45 Münzen. Okay. Kann man auch machen. Damit sind wir bei 200. Ein Fünftel. Uff. Wie könnte man noch schnell Münzen farmen? Aber das ist ja die Sache, ne? Ich glaube, schneller geht's tatsächlich nicht. Weil das schon... Das schon teilweise sehr, na, wie sagt man? Nein, der Fernseher... Ich habe hier gerade eine Meldung bekommen, dass der Fernseher sich gleich ausschaltet. Die war im Bild. Sorry. Ha. Aber da schaffe ich einmal diesen blöden Sprung. Und dann kommt diese Meldung. Toll.
Hä, wieso? Wieso haut denn das jetzt gerade? Hä? Oh yeah. Alter. Liegt das daran, weil ich da hängen bleibe? Ist das daran, hat es daran jetzt gelegen, dass ich da, weil ich da hängen geblieben bin, oder was? Hä? Verstehe sowas immer nicht. Hä? Das war ja merkwürdig. Nein, ich habe Mützen ausgelassen. Guck mal, jetzt bin ich hängen geblieben. Jetzt bin ich gespannt, ob es hinten haut noch. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass der das so krass beeinflusst. Nein, okay. Ich bin einfach nur doof gewesen. Jetzt komme ich aber deswegen nur auf 47, weil ich die am Anfang ausgelassen habe. Ah, es ist ein Krux. 300. Ja gut, wir sehen uns. Okay, ich habe noch nicht alles zusammen, aber ich will euch noch eine Stage zeigen, mit der es auch recht schnell geht und man ein bisschen mehr zusammenbekommt. Allerdings ist sie auch ein bisschen mehr fehlerbehaftet. Also, aber bei der klappt das auch ganz gut, habe ich festgestellt. Wenn man das nämlich hinkriegt mit dem Quatsch, den wir da vorher nicht hinbekommen haben, und wenn man das richtig gelernt hat, wie man hier springen muss, dann gibt die auch ordentlich Münzen. Ich glaube, auf 80 bin ich gekommen, ne? Ja, jetzt, wenn ich die noch mitgenommen hätte, hätte ich jetzt meine 80. Aber so 69 ist von der Zeit her, glaube ich, ungefähr das gleiche wie der Run da gerade. Und gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ist also auch nicht verkehrt. Ne? Probier was nochmal, dass ich mal auf die 80 komme. Let's go. Ah, das meine ich halt. Mit Fehler behaftet. Das ist das Problem dann. Ne? Das ist das Problem. Es kann halt passieren und dann kostet es doch wieder mehr Zeit. Das ist so ein Hin und Her. Das ist so ein kleines Hin und Her. Wenn es klappt, ist es, glaube ich, gut. Wenn es aber halt nicht klappt, nicht so. Ah nein, ich habe das da oben verpasst. Ich bin so los. Jetzt habe ich die ganzen Münzen da oben nicht. Ah, nö. Oh, aber 54 ist halt immer noch gut. Ah, es waren wieder nicht die 80. Ich will mal die 80 euch zeigen. Ich glaube, 80 ist das Maximum. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, 80 ist das Maximum an der Stelle. So, let's go. Nein, das war nicht zu bald. Ich dachte, es war zu bald. Okay. Umso besser, wenn es funktioniert hat. Dann bin ich ja zufrieden. So. Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren. Nice. Da ist meine 80. Na, das geht eigentlich ganz gut sogar. Muss man dann gute 12 Mal spielen, um einmal die 1000 zusammenzubekommen. Das ist schon wesentlich weniger als 20 Mal die andere mit dem Stern. Aber ich glaube, die mit dem Stern ist ein Ticken schneller. Ich bin mir nicht sicher. Aber die ist halt auch relativ schnell. Relativ. Naja. So, jetzt lasse ich es einfach laufen. Ist auch egal. Wer das Farmen nicht sehen will, es gibt halt einfach jetzt 2 Minuten nach vorne oder so. Viel länger dürfte das auch nicht mehr dauern. Wenn ich hier keinen Quatsch mache. Bisschen konzentrieren muss man sich halt. Bisschen mehr wie bei dem anderen. Weil ihr seht ja, es ist halt fehlerbehaftet, aber nice. Das sind wieder die 80. Sehr, sehr schön. Zack. Prima. Wie viel brauchen wir jetzt noch?
756, 250. 5. Nee, 5 ist viel zu viel. 5 sind 400. 3, 4 mal 80 sind 320. 3 mal 80 sind 240. 240 reicht nicht. Also 4 mal. Na, das geht doch, oder? Entschuldigung. Jetzt kriegen wir für den Durchlauf zwar mehr, aber dafür brauchen wir länger. Auch nicht gerade das beste Ergebnis dadurch. Ah. Mann. Nein, ich hab schon wieder... Oh Mann, warum denn sowas? Ich meine, ich krieg ein bisschen was zusammen, aber nicht das, was ich eigentlich hätte. Ah. Mist. Käse. Quatsch da. Aber so oder so werden wir es viermal spielen müssen. Na, jetzt haben wir 834. Ja. Ne, jetzt müssen wir es noch zweimal spielen. 190 reicht doch. 180. Ne, es sind 160. 2 mal 80 sind 160. Reicht eben nicht. Es reicht, wenn ich die Kanone noch nutze. Ha, so machen wir es. So machen wir es. Und dann hoffe ich aber, dass es nicht nochmal gefarmt werden muss. Sonst mache ich das wirklich off-cam. Nein, ich bin so doof. Mann, jetzt lasse ich die wieder da liegen, die ganzen Zähne. Oh. Junge, warum machst du das? So. Wobei 187 ist. Es gibt auch noch ein anderes Level. Was auch noch gut sein soll. War das davor? War das davor? Das war das hier, ne? Da gibt es nämlich auch ordentlich Münzen. Aber das dauert, glaube ich, länger. Lasst mal vergleichen. Aber ich glaube, das dauert länger. Mal gucken. Es vergleichsweise hier gibt. Oh, da die 50 muss ich aber bekommen. Wie komme ich denn da ran? Das muss man erstmal hinkriegen dann. Ne? Wie kommt man... Nein! Hier, da drüben sieht man jetzt gleich nochmal die 50. Da. Und die muss ich irgendwie, wenn ich unten bin, muss ich da irgendwie rankommen. Da jetzt umdrehen. Mist. Wow, das killt mich sofort. Okay. Das war knapp. Oder hat mich das jetzt gekillt, weil ich klein war? War ich klein? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ach ja, ich war klein. Okay, aber die killen einen echt sofort, ne? Ah! Dumm. Das ist nicht, was ich wollte. Nein. Gottes Willen. Also damit ist das Level auch nicht gut, weil es ist viel zu fehlerbehaftet.
Es hat zwar echt viele Münzen und so, aber es ist viel zu fehlerbehaftet. Dann spielen wir es mal ohne diese 50er-Coin. Jetzt ist natürlich das Verhältnis schon wieder nicht mehr richtig, weil ich ja jetzt Münzen mitgenommen habe aus dem Abschnitt davor. Die jetzt einfach nur halbiert worden sind. Ah, das war blöd. Da fahre ich einfach weiter. Okay. Lass das. Ja, jetzt sind es 108 in dem Fall. Also wenn ich die 50 nicht mitnehme... I don't know. Aber jetzt können wir. Sehr gut. Jetzt können wir den Rest mit einer dummen Kanone noch erledigen. So. Sheesh. Und bitte dann lass es das letzte gewesen sein. Das wäre sonst echt blöd. So. Wehe. Wehe, du hast noch mehr als das. Bau den Mist. Komm. Ärger mich nicht. Ist das jetzt fertig? Yes. Yes. Oh mein Gott. Jetzt baut sie noch eine Figur. Pass auf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, ganz toll. What? Neun Aufträge? Hä? Ach so, Moment, umstellen. Was? W11. Ein Remake mit vielen Gegnern, oder was? Das ist halt euer Ernst, Nintendo, ne? Oh mein Gott! So. Ich hasse euch. Boah, Nintendo! Alter! Das ist ja mies. Ich wollte gerade sagen, da kommt bestimmt was raus. Okay. Okay. Okay, das machen wir noch. Das wird jetzt zwar über eine Stunde der Part, der wird schon über eine Stunde sein, glaube ich. Der müsste jetzt bei ungefähr einer Stunde 5 sein oder so. Alter! Nintendo zeigt jetzt gerade, wie man 1-1 nicht nachbauen sollte, beziehungsweise man sollte 1-1 gar nicht nachbauen. Danke. Jetzt haben sie es nicht nur nicht nachgebaut, jetzt haben sie es auch noch. Was ist das denn? Nein! Auch jetzt nicht. Hasse dich. Weg. Oh Gott. Ah boy, das hat nicht hingehauen. Hätte ich mir denken können. Gib mir den. Wait, der wird wehtun. Ah. So, theoretisch könnte ich mir hier nochmal ein Dings holen, ne? Nein, was mache ich? Oh, jetzt bin ich viel zu dingsig. Mein Gott. Tschüss. Also den sollten wir behalten. Einfach keinen Quatsch hier machen. Dann passt die Geschichte. Oh, der Sprung passt auch. Dann kann der mich mal und dann kann das mich mal und dann ist mir das hier auch alles egal.
Ah. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Sprung hier, der sieht komisch aus. Okay, passt. Wait. Mit Anlauf wäre das besser, oder? Ja. Mit Anlauf wäre das besser. Oh Mann. Was ist zu warten? So, also mit Anlauf dann nachher. Über ein Springboard. Freut mich. Großartige Idee. Weil die ja so gut funktionieren. Okay. Nee, Mann. Verziehen Sie sich mal, Kollege. Gott. Toll. Haben wir jetzt wirklich alles durch? Jetzt haben wir wirklich alles durch. Okay. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's wieder mit euren Leveln weiter. Ich bin raus und tschüss.